Hallo Freunde! Heute geht es um das Mantrail-Geschirr. Oder genauer gesagt um das V-Mantrail-Profi-Geschirr. Weil wir immer wieder Fragen bekommen, oh, das sieht aber kompliziert aus einzustellen und so weiter. Und dazu kommen wir am Ende dieses Videos. Und zwar erklärt der Bert euch nämlich, wie die Geschirre nämlich richtig eingestellt werden. Hast du einen jungen Hund und du hast Bock zu trailen, richtig zu trailen, und dein Hund hat es auch, aber die fertigen Geschirre sind zu groß, oder du hast einen Hund, der oft geschoren wird und du musst immer wieder am Geschirr einstellen, weil das Fell mal weniger, mal wieder mehr ist, oder der Hund hat enorme Gewichtsschwankungen oder wie auch immer, dann gibt es das Bari V-Mantrail-Geschirr. Das ist jenes hier. Es ist also vom Konzept her identisch mit dem normalen Mantrail-Geschirr. Wir haben aber hier mehrere Einstellmöglichkeiten. Und zwar können wir hier oben den Halsbereich einstellen. Wir können ihn also weitermachen. Das ist ganz interessant, gleich zu sehen, wenn der Bert euch das zeigt, wie das Geschirr eingestellt wird. Wo die Zugkraft hingehen muss. Das ist nämlich da ganz wichtig. Dann können wir natürlich auch hier hinten das V einstellen. Aber, was auch ganz wichtig ist, bei heranwachsenden Hunden oder bei Mischlingen, je nachdem welcher Genpool da reinspielt, wir können, ich nenne es immer die Unterbodenplatte am Geschirr, beim Hund, die können wir an die Vorderbeine ranstellen und die von den Vorderbeinen wegstellen. Das sind wirklich sehr, sehr hochwertige Geschirre. Das ist Handarbeit aus der Schweiz. Das ist keine China-Ware oder sonst woher. Ne? Und jetzt aber geben wir ab in die Schweiz zu Bert Grossenbacher. Nicht Beat Grossenbacher, Bert Grossenbacher. Und er erklärt euch in seinem Video, wie diese Mantrail V-Geschirre richtig eingestellt werden. Also, ich gebe ab in die Schweiz. Bert, du bist dran. Adieu. Wir kriegen ab und zu Rückmeldungen, dass einige Leute etwas Mühe haben, unsere Trailgeschirr einzustellen. Und darum haben wir entschlossen, ein Video zu drehen und euch genau zu erklären, wie das eigentlich abgeht. Zuerst mal die Passform. Wichtig ist beim Hals, sollte das Geschirr gerade das Brustbein abdecken, also der Knochen, der heraussteht, oder einen Zentimeter drüber, dann ist es eigentlich optimal. Die Länge, normalerweise bei unserem Geschirr gehen wir weiter nach hinten, aber beim Trailgeschirr gehen wir eigentlich recht nah hinter den Vorderbeinen hoch. Den Grund erkläre ich noch gleich. Wenn ihr das Geschirr einstellen wollt, zuerst mache ich es immer so, dass ich den Gurt ungefähr so einstelle, dass ich ungefähr diese Schräge hinkriege. Wenn ich das so eingestellt habe, ziehe ich mal gerade nach hinten und gehe mit dem Finger unten rein. Und wenn mein Finger nicht abgedrückt wird, ist es optimal. Wenn jetzt oben das Geschirr zu kurz eingestellt ist, sieht man es gut, geht es nach oben und es geht auf die Luftröhre. Oder wenn es zu lang eingestellt ist, geht das Geschirr nach vorne und drückt in den Nacken. Darum der Test, Finger rein und es steht schon vor den Schultern, geht nicht auf die Luftröhre. Also es ist wirklich da oben, wenn der Hund häschelt und zu wenig Luft kriegt, da länger machen und da könnt ihr so einstellen, da länger machen oder da kürzer machen. Und ein wichtiger Tipp ist noch, ab und zu gibt es Leute, die sagen, ja, das Geschirr geht zu stark nach links und rechts, ist eigentlich absichtlich, dass seitwärts rutschen
macht eigentlich, dass es den Hunderücken nicht verdreht. Und vor allem beim Trailen, wenn ich hinterher laufe und meinen Kopf zur Seite drehe bei einer Kreuzung, gehen meine Hände nach links und rechts. Und so kann ich den Hund beeinflussen. Und je lockerer eigentlich das Ganze hier ist, je weniger kann ich den Hund beeinflussen. Wenn es stört und damit ein Problem hat, ist natürlich möglich, dass man dann Zusatzgurt auch noch kaufen kann. Man kriegt es auch noch mit Rolle drauf, man kann es mit LEDs, es ist fast alles möglich.